Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Y-Food. Einen habe ich bereits getestet, das war glaube ich Crazy Kaktusnuss und heute habe ich per Zufall gesehen Cold Brew Coffee. Das heißt, ich muss ihn natürlich testen als alter Kaffee-Fan. Tja, bleibt mir nichts anderes über, ich wurde dazu gezwungen, also bleibt dran. Yo, this is food, cold brew, Kaffee, ausgewogene Trinkmahlzeit. Ja, wenn der Preis auch so ausgewogen wäre, dann wäre es cool, aber ist er offensichtlich nicht, denn es ist schon teuer. Dafür hat er einen Nutri-Score von A, was anscheinend sehr geil sein soll, keine Ahnung, mit natürlichem Koffein. Das bin ich natürlich gespannt. Ob da an der ersten Stelle Kaffee steht. Also sollte es eigentlich. Nein, steht nicht. Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle, Raps, Sonnenblume, Kokosmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver, Kaffeeextrakt. Kaffeeextrakt, ja. Okay, ich habe wieder keine Lust mehr, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Leute. Aber, okay, heißt noch nichts. Ich habe schon Sachen gehabt, da hat allen möglicher Scheiß drauf gestanden. Es hat noch ganz gut geschmeckt, trotzdem. Laktosefrei, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz. Reich an Protein, 26 Vitamine und Mineralstoffe. Kilokalorien hat das hier... 500 Kilokalorien auf 500 Milliliter, also ein Kalorien pro 1 Milliliter. Das ist schon happig, ne? Und Zucker, wie viel Zucker? Ja gut, 22 Gramm. Natürlicher Zucker, also der da schon so drin ist, ist an sich okay. Das hat ja auch wieder diese babybraune, ich weiß nicht, ob ihr das richtig seht, diese babybraune Kaki-Farbe. Ja, also... Also, das ist so eine Mischung zwischen Grau und Braun, würde ich sagen. Ja. Für Kaffee hätte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Aber es ist eine weiche Farbe, wie das letzte Mal so ein Babyblau. Und das ist ja so Babykacki, würde ich sagen. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ist okay, ist mir ins Auge gefallen. Ja. Ja. Cold Brew Coffee. Würde ich sagen, machen wir mal auf. Ja, Moment mal. Erstmal schüttle hier. Erstmal ein bisschen shaken noch. Shake, 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 baby. Oh yeah. Gut. Naja, kann man ja noch nicht dran riechen. Shake will. Shake will. Gut schütteln. Steht da drauf. Ne? Das geht so leicht ab, als ob das schon mal jemand abgemacht hätte. Hm. Gut. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Es riecht, ja, es riecht wie, kennt ihr diese Kaffee im Becher, diese, beim Aldi gibt es sie oft, oder beim Lidl, diese, ich weiß nicht, wie die heißen, Cremissimo oder irgendwie so, oder Cremo oder so irgendwie, keine Ahnung, genau so riechen die, ja, also es ist schon mal okay soweit, würde ich sagen, schenken wir ein. Es sieht aus wie ja, ja, wie so ein Kaffee aus so einem Becher, nur ein bisschen, scheint mir ein bisschen dickflüssiger auszusehen. Es macht aber was her, es sieht ordentlich aus. Und
das ist auch sehr einfach gehalten. Also da kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Ich würde sagen, Design. Ja, komm, Design gibt es 5 Sterne, weil also das spricht mich auch an. Dieses cremefarbene für den Kaffee. Das, jetzt weiß ich auch, warum die. Jetzt guck mal hin. Jetzt weiß ich auch, warum da so eine Kaki-Farbe gewählt worden ist. Dass es farblich zueinander passt, nämlich. Wunderbar. Farblich schon mal gut. Dann würde ich sagen, Leute, Prost. Und ab damit. Prost. Schmeckt. Schmeckt irgendwie komisch. Aber nicht schlecht. Also das könnte bisher meine Lieblingssorte werden. Schmeckt, so stelle ich mir Hafermilch vor. Mit Kaffeegeschmack. Also mit richtigem Kaffee drin. Also, das schmeckt wirklich sehr, sehr kräftig nach Kaffee. Für Kaffeefans. Es ist irgendwie eine Mischung aus Latte Macchiato und Hafermilch vielleicht. So kann man sich das vorstellen, ja. So stelle ich mir das gerade vor. Ist wirklich sehr schön. Und weil es so schön ist, jetzt schon mal nachschenke. Mach ich ja nicht oft, aber heute kann man das mal machen. Mal nachgeschenkt hier. Mal Kostprobe hier. Ja. Okay, damit steht für mich fest, also die Sorte Cold Brew Coffee ist für mich bisher mein Favorit. Y-Food, wenn ihr das seht und wenn ihr mich als Werbepartner haben wollt, irgendwie schickt mir ein paar Sachen zu, unten drin steht alles, was ihr wissen müsst. Hoppla. Meine E-Mail-Adresse müsste inzwischen auch bekannt sein. Schreibt mich einfach an und ja. Aber ihr müsst darauf gefasst sein, dass meine ehrliche Meinung kommt. Ich meine, das wollt ihr letzten Endes, wollt ihr das ja auch im eigenen Interesse, dass euch die Leute sagen, hey, das ist cool, das ist nicht so cool. Damit man weiß, also das würde ich beibehalten, auf jeden Fall. Ist ein Renner, da bin ich mir ganz und gar sicher. Das schmeckt einzigartig geil. Ich weiß nicht, wie die anderen schmecken. Das Kokosnuss war auch geil, aber nicht so sehr wie dies hier. Ich bin halt ein alter KW-Fan. Und ich bin ein alter Kokosnuss-Fan. Deswegen habe ich die beiden zuerst getestet. Die anderen kommen auch noch dran. Irgendwann. Mal gucken. Wenn ihr den schon getestet habt, schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr ihn findet. Wenn ich den im Amazon finde, kommt der unten rein, damit ihr euch den gönnen könnt. Und Probierpakete, die könnt ihr euch gönnen. Vielleicht kaufe ich mir selber mal ein Probierpaket. Aber bis dahin habe ich wahrscheinlich alle durch, die da drin sind. Ja, geschmacklich kriegt er von mir 5 Sterne. Da gibt es keine 2 Meinungen, finde ich. Außer eure vielleicht. Na? Dann würde ich sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.